Los geht's. Wieder mit Elena unterwegs. Na? Sieh mal. Oh ja. Okay. Hm. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Sehr gut. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Warte. Da bist du runtergerutscht. Nate, mhm. Hebst du mir die Leiter hoch? Natürlich. Ja, hier. Du bist auch viel leichter als Sam. Aber du bist wahrscheinlich ein bisschen aus der Übung, ne? Und warum ist hier eine Leiter? Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Na klar, aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles gesehen. Ich wollte vor allem dich. Klar. Hm. No. Hoppala, Entschuldigung. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Yep. Henry Avery, 400 Millionen, 1200, hunderte Siedler, so ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Yay! Ach schön, das Dreamteam. Wow, ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Wie kommen wir da rüber? Aber rüberspringen? Macht da keinen Sinn. Wenn ich springe, sagt sie was. Ernsthaft? Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Yep. Henry Avery, 400 Millionen, 12 Gründer, hunderte Siedler, so ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Wow, ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. So, was übersehe ich, was sie sieht? Was übersehe ich, was sie sieht? Da kann man hochklettern. Jetzt beim zweiten Mal habe ich es natürlich auch selber gesehen. Man muss sich halt umgucken.
ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Tja, was meinst du? Wo lang? Ja, sehen wir uns um. Warum ist sie jetzt da reingesprungen? Das ist zu hoch. Wir müssen woanders lang. Es muss hier doch etwas geben. Nehmen wir doch die Leiter hier. Na bitte, da kriege ich dich hoch. Super. Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Yep. Schau mal, ich warte zu lange hier. Hey, ich habe hier was. Warte. Super. Schmeiß mir eine Kiste auf den Kopf. Vorsicht, da unten. Danke. So, dann bauen wir uns jetzt einen kleinen Trepple. Na klar. Ernsthaft? Alter, du musst auch... So. Wow. Hey, guter Spruch. Nicht schlecht, was? Super, so eine Frau zu verärgern. Ja, ganz tolle Idee, sie zu verärgern. Eine ganz tolle Idee, da hast du. Wir sehen uns drüben. Okay, alles klar. Alles klar! Halbwegs! Alles unter Kontrolle! Total! Hier hochzukommen! Ja, verstanden! Hier drüben! Ja, ich mache schon! Wieso da drüben? Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, wow. Funktioniert. Ja, pass auf. Also nee und fertig. Okay. Was war das denn bitte?
scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der jemand... Oh, funktioniert. Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Ah, ich verstehe. So, einmal hier so rum, einmal da so rum. Und dann, stehe ich hier. Warum hänge ich hier und singe? Ah. Oh, nee, nee, Freunde. Alter, ernsthaft? Das wollte ich nicht hören. Halt noch eine Stunde durch, dann kommt die Ablösung. Leichter gesagt als getan. Wo sind die beiden Pfeifen? Wer zum Teufel ist? Sehr elegant, Schatz. Nichts dabei. Okay, wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Das ganze Ding wird von dem Wasserrad da unten betrieben. Eine Meisterleistung für ein paar Piraten. Ich wollte zielen, während ich schwinge. Total clever. Manchmal, ne? Da habe ich so Momente. Da denke ich mir selber so, warum? Bewegen wir uns etwas, oder? Was soll das heißen? Willst du etwa seiner Frau sagen, die ist fett? Soll sich bewegen? Alter, was stimmt mit dir nicht? Uns wieder. Wieso wissen die plötzlich, dass das... Das Och Leute, ernsthaft. Warum sitzen Sniper? Na, Freunde. Jetzt muss ich mal eben kurz den Weg checken. Wie komme ich da rüber? Ich muss ja...
So, wollen wir noch einen? Wo sitzt denn der Sniper? Da oben! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Alter, ernsthaft? Ich muss mal kurz was ausprobieren. Doch, das hast du. Wunderbar. Wo ist der denn da? Wo? Ach da, nee. Wo? Ach da. Nee, die sind alle da. Okay, alles klar. Noch einer. Der guckt auch da neugierig immer. Ja, jetzt guckt der Sniper wieder, während er zurückgeht. Das ist natürlich nervig. Geh weg. Ja, der guckte in meine Richtung, das ist blöd. Ich wollte gerade zu dem hinlaufen. Da ist noch einer. Verdammt, noch eins. Wie viele sind das denn immer? Ach Leute, was soll ich denn jetzt machen? Alter, das war... Da habe ich jetzt im Moment kurz geschwitzt, Alter.
Ach du Scheiße, das ist so ein Schrotflintenmann. Ich glaube, das war's. Shoreline hat seinen Ruf jedenfalls zurecht. Ja, weg hier, bevor noch mehr. Ja, hau ab. So. Hey, siehst du einen Weg raus? Flussabwärts. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Sorry. Flussabwärts. Nee, da geht's doch nicht weiter. Bin ich gerade doof oder was? Wo soll ich denn hier langfahren? Sorry. Fahren wir einfach hier lang. Wow, sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Ja, New Devon ist dann wohl da oben. Dann nichts wie hoch. Eine Frage hätte ich. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Tun sie das? Die wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgehen. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Ah, okay. Verstehe. Woher weiß sie das? Ach ja, sie ist ja Journalistin. So weit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. Ja. So ein Pech aber auch. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen, nachdem Rafe ihn befreit hat? Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er ging. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Ach, hätte ich nur mal nachgeforscht. Ja, man vertraut seinem Bruder halt, ne?
verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. So. Da würde sogar das Auto reinpassen. Okay, sehen wir uns um. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Nee. Das Wasserrad geht noch. Tja, entweder reparieren oder wir klettern daran hoch. Sehen wir uns das mal an. Tja, sehen wir uns das mal an. Vielleicht ist hier drin noch ein Schalter. Natürlich nicht. Oh, was haben wir denn hier? Okay, das können wir umfahren. Okay. Dann holen wir mal das Auto. Das natürlich auch zum Glück eine Kurbel hat. Alter, ich dachte, da könnte man einfach so... Ah, okay. Oh, okay. Suchen wir es. Fertig. Zurück. Ich bin dran. Okay. Okay. Nicht schlecht. Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Danke. So. Jetzt müssen wir natürlich. Oh. Oh, eine Kiste. Ah, um da dran zu kommen, alles klar. Alter, bist du dumm? So. Na, sieh mal einer an. Noch nicht. Ich klettere höher. Braucht einen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Ja, um den Aufzug zu reparieren. Hm.
Macht das Sinn da? Noch rumzuklettern? Nee, so gar nicht. Du bist oben. Hat hier jemand Zweifel? Oh, warte mal. Halte das Rad an. Ah. Okay, wir sind soweit. Mein Mädchen. Wow.